Hi und willkommen zur Videoreihe TC Helicon Voice Live 3 Extreme. Mein Name ist Chris und in diesem Video lernst du, wie du weitere Knöpfe an das Voice Live 3 anschließt. Ich benutze in diesem Fall einen Switch 6. Der bietet sich vor allem an, wenn du dich viel mit Loops beschäftigst. Wie die Loops funktionieren, erkläre ich dir in einem anderen Video. Verbinde nun das Switch 6 mit dem mitgelieferten Kabel an das Voice Live 3 Extreme. Stecke das andere Ende bei Footswitch ein. Jetzt kannst du dein Gerät starten. Sobald dein Gerät startklar ist, drücke die Setup-Taste. Mit dem Pfeiltasten navigierst du zu Footswitch. Mit dem ersten Rädchen wählst du nun dein erweitertes Pedal aus. Wenn du jetzt runterscrollst, kannst du individuell deine Knöpfe belegen und die Effekte ein- oder ausschalten. Scroll eins weiter nach unten. Wenn du hier auf Momentary einstellst, reagiert der Effekt nur so lange, bis du die Taste wieder loslässt. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du das Voice Live 3 Extreme als Interface benutzen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig's mir doch mit einem Daumen nach oben. Bis dahin,